Welche Einsatzmöglichkeiten bieten sich für diese Methode an? Die Mindmap-Methode bietet sich an, um kurze und lange Texte mit vorhandenem Vorwissen zu einem übersichtlichen Gesamtbild zu visualisieren. Sie eignet sich auch für die Wiederholung ganzer Unterrichtsthemen, um Lernstoff darzustellen, sowie zur Dokumentation. Die Methode ist also insgesamt sehr vielseitig. Die Mindmap wird als Strukturierungsmethode mit festen Regeln und mit klarem Ziel eingesetzt. Das Ziel ist es, das zentrale Thema des Textes sofort erkennbar zu machen und alle dazugehörigen Aspekte in eine einprägsame Struktur zu bringen. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzepts? In einem ersten Schritt erarbeiten die Lernenden das Textmaterial alleine und selbstständig. Dabei soll vor allem auf die Struktur des Themas geachtet werden. In der anschließenden Gruppenarbeit werden die Ergebnisse dann verglichen und zu einem Gesamtwerk zusammengeführt. Zuletzt wird das Gruppenergebnis präsentiert und gegebenenfalls noch verbessert.